Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu die Outer Worlds. So, wir haben hier auf Gorgon wohl noch immer was zu tun. Gut, wir sind gerade nicht auf Gorgon. Muss man auch sagen. Wir haben die zwei Streithanseln da jetzt endlich versöhnt. Wie lange das gut geht, steht natürlich in den Sternen. Was hauptsächlich daran liegt, naja, das, wenn die jetzt auf Augenhöhe sind, ist halt die Frage, wer leitet. Das wird sicher noch zum Problem werden für die. Hier ist nach wie vor versperrt. Was auch immer das für eine Tür dann sein sollte, egal. Oh, ich glaube, wir haben sowieso noch die eine oder andere Nebenquest auf Gorgon offen, oder? Ich hätte nicht gehofft, wir müssen das nie wiedersehen, aber... Scheiße. Kommen jetzt wieder durch. Hallo. Holy shit, a fresh face. Haven't seen your like in years. Don't know what brought you to the most dangerous corner of this solar system, pal. But you're welcome here. Oh, you talked to Lex yet? She told you to keep it civil. You wouldn't guess to talk to her, but that lady's got a mean left hook. Georgie's alive? Hell, that's great news. She was my assistant, you know. Smart lady, funny as hell. I can't fathom why she'd be looking for those logs, but I've been hoping to find the rest of them too. Help me get my recordings back so I can finally get the hell out of here. Well, I'll be damned. That's exactly what I'm looking for. But Spacer's Choice won't let me out of here until I deliver the whole set. Do you think you could get the rest? Great. I'll key the details of each recording's location into you. A lot of them are in plain sight. Can't miss them. Strength to your sword arm, friend. And thank you. So, haben wir hier nicht noch was anderes offen? Dran. Lebt er? Bin mir nicht sicher. Ah, wenn wir uns so billig verstärken können, immer her damit. Das ist hier, das ist schon teuer. Ah, das brauchen wir sowieso nicht. Wie ist es hier? Oh, das ist günstiger.
Das ist ja schon Plasma. Machen wir mal das, warum nicht? Tech-Fähigkeiten. Aha. Verbessert gibt es alle auch noch. Mehr Dialogfähigkeit. Ja. Warte, was ist da der Unterschied? Das ist verbessert. Das macht das Ganze nochmal plus 10, hat dann her damit. Rucksack, mehr Tragekapazität. Mehr Sprintgeschwindigkeit. Her damit. Oh, warte. Jetzt haben wir vergessen, wir müssen noch in den Helm was machen. Achso, wir können den Helm interessanterweise nichts einbauen. Schön. Dann halt nicht, ne? Okay. Ah, springen wir vielleicht lieber nicht runter. Aber hier geht's schon. Hat sie noch irgendwas zu sagen? You're not gonna believe this, but Leonora paid her tab and told me she won't be coming back. I'll miss her, but she deserves a classier joint anyway. She left with a spring in her step, told me to thank you on her way out. Something tells me she's gonna be all right. Have a round on me. Okay, that's next noise. I've got paying customers. Lauftempo. Nein. Oh mein Gott. Wie man sich hier immer schaden kann, nur für irgendwelche blöden Vorteilspunkte, die einen dann eh kaum. Manchmal, die Level-Ups kriegt man so viele von diesen Vorteilspunkten, ich weiß schon gar nicht mehr, wo ich die reinpacken soll. So. Toll, ich sehe. Ah, doch, hier sehe ich noch was, okay. Ist das das Letzte, was uns fehlt, oder? Ah. Schon wieder Marauder. Verbraucherforschung, nein. Auch noch das hier. Da, wo es ja so nett drinnen gewesen ist. Paranoia, gastric bleeds, violence, and fatal insomnia.
Shall I enumerate every way our volunteers have died? Suicide by automech, suicide by hanging, starvation. Cut the recording, Georgie. You sure, boss? I just put on a new cylinder. Stroke, spontaneous combustion, internal exsanguination. Just turn it off. Mann, auch Nachrichten und alles. Warum muss man in diesem Spiel dermaßen viel lesen? Lass mich raten, 10.000 Nachrichten. Ah ja, aber die haben wir schon gelesen. Jetzt sind die schon wieder da, das gibt's doch nicht. Schlagen einfach den Kopf an. Dass sie auch dauernd da sein müssen. Ja, das war wohl schon das letzte. Gott sei Dank. Ah, hier ist die Dings gewesen, ne? Die Villa. Und wieder runter und dann wieder nach oben und dann wieder alles zurück. Können wir hoffentlich Gorgon endlich hinter uns lassen. Ja. Hey Kumpel. Hey, there you are. Been wondering how you do. Ich war 5 Minuten weg. Well, I'll be damned. Now I can finally get off this rock and go home. I know it's not much, but take the last of my bits. You've earned every single one, friend. Hm. My pockets? Oh, sure. There's a few more bits for your trouble. Call it hazard. You can't understand what you've done for me, friend. Thank you. Be careful out there. Gorgon doesn't take prisoners. Tolles Förderband, wenn da eine Leitung drüber geht. Oh. Autsch. Entschuldigung, danke. Ja, ist das mal hier. Mein Gott. Irgendein Flammenwerfer oder so. Überhitzung. Fast 1500. Was hat sie hier? 2000. Und was sie hat, ist auch kein Flammenwerfer, sondern ein MG. Deswegen würde ich das auch eher bevorzugen. Oh. Okay. 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 Wir springen da also nicht runter.
nicht weg hier. Oh, Junge. Wir hoffen, dass die zwei Koffer da, diese Geschichte mit Spacer's Choice und alles in den Griff bekommen. Was ist mit hier und hier und hier und alles? Ah, hier. Okay, wir sind wirklich fertig. Das heißt, da gibt es auch noch eine Nebenquest, die wir wohl irgendwie mal starten müssen, wie auch immer wir das tun. Interessant. Ach, das ist das hier. Okay. Welcome back, Captain. You have a message from Adjutant Sophia Akande. Aha, okay. No one ever looks quite the same in person as they do in my reports. And my reports of you have been exceptionally thorough. You've had quite a career. I'm glad to hear that. This may come as a surprise, but I happen to enjoy your work. I've been keeping up with you ever since Emerald Vale. Now that was an interesting piece of work. A rundown backwater, barely worth the ink on a map. Until you showed up. When you cut off power to Edgewater, you saved me a great deal of trouble. Now I don't have to bother trying to save that town. All this happened because some mysterious stranger fell out of the sky. Not always. For the longest time, I could never be sure if you were on our side or against us. You should be back on the Hope, frozen in a hibernation chamber. Yet here you are, flying about in a stolen ship, leaving a trail of paperwork in your way. The board doesn't know what to make of you. But I do. I've seen your potential. There's so much we can do for this colony. Uh-huh. You have something I want. I'd like to negotiate. I'm not here to talk about stolen chemicals. I'm after something far more valuable. Your cooperation. Phineas Wells is wanted by the board. I want to convince you to turn him in to us. Mehr brauchst du gar nicht sagen, ich bin dabei. He has a litany of charges against him. Vandalism, illegal experimentation, sedition. I could go on. Wells is a dangerous madman. His plan is going to endanger everyone in Halcyon. He's an obsessive psychopath. And he's using you. You're in contact with Wells. I want you to send us a tracing signal from his communication terminal. Wells was our mistake. We failed to apprehend him for years. I'm asking you to help me correct that mistake. I'm sending you my access code. Contact me from Wells's terminal. When you're done, come speak to me in my office. Adjutant Apologies call has been terminated. Ob wir das machen werden, ich bin mir nicht sicher. Aber Freunde, das war es erstmal wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.